Neue Runde, neues Glück. Wer blamiert sich öfter? Wieder stoßen zwei eigentlich ganz normale Menschen an ihre Grenzen. Nein, Mann! Die Mitarbeiter dieser Fastfood-Kette müssen starke Nerven beweisen, denn die folgende Peinlichkeit ist schwer zu ertragen. Wer blamiert sich öfter und bekommt so mehr Punkte, um am Ende der Strafe zu enden? It's me! Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices-Kamera. Was geht, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode von Wer blamiert sich öfter? Ihr habt lange drauf gewartet. Ich hätte am liebsten noch länger drauf gewartet, weil ich habe echt Angst, mich wieder zu blamieren. Letztes Mal war es schon echt extrem peinlich bei Ikea. Und dann habe ich auch noch verloren und musste diese scheiß Tabasco-Soße essen. Das war echt blöd. Aber heute gibt es eine Revanche. Und es gibt wieder neue 5 Aufgaben, die ich dir stelle. Und es gibt auch wieder 5 neue Aufgaben, die Maurice mir stellt, in denen wir uns blamieren müssen. Und diesmal bei McDonald's. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr ja, wie das Ganze funktioniert. Eine kurze Erklärung. Hier sind Punkte drin von 10 bis 100, jeweils einzeln aufgeschrieben. Und diese Punkte kann man bekommen, wenn man eine peinliche Aufgabe bewältigt, die der andere einem stellt. Desto mehr Aufgaben man bewältigt, desto mehr Punkteumschläge bekommt man. Und desto mehr Punkte man am Ende hat, desto besser, denn die Person mit den meisten Punkten gewinnt. Und der Verlierer bekommt eine sehr harte Bestrafung. Und die Strafe hat es wirklich auf jeden Fall wieder in sich. Wir haben die schärfsten Chips der Welt gekauft. Ich will gar nicht dran denken, dass ich sowas essen muss. Hier stehen extra Warnhinweise drauf, falls man schwanger ist, falls man irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Herzrhythmusstörungen hat, sollte man die auf gar keinen Fall essen, weil die so übertrieben scharf sind. Also ich muss dieses Mal wirklich gewinnen. Das Ding ist, Leute, man kann halt auch Aufgaben auslassen. Ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man weniger Punkte hat. Deswegen sollte man sich so oft wie möglich blamieren. Da ich ja letztes Mal verloren habe, würde ich sagen, fängst du heute mal an, Maurice, mit dem Blamieren. Und ich habe etwas vorbereitet. Ich habe etwas gekauft für dich. Und zwar dieses etwas hier. Sieht das nicht schön aus? Ja, es sieht nicht schön aus. Ja, das ist ein wunderschönes Butterfly-Kostüm-Set. Also du wirst gleich eine Butterfliege sein, also ein Schmetterling. Und du wirst dir das jetzt anziehen und dann wirst du in dieses McDonald's hineinfehen und dir erstmal ein Happy Meal bestellen und ganz fröhlich über dein Happy Meal sein und wie so eine kleine Fee halt so durch McDonald's, weißt du, mit deinem Happy Meal. Also, finde ich gar nicht witzig. Wieso? Hä? Du musst aber auch lächeln dabei, ne? Weil sonst bist du keine schöne Fee. Das brauchst du gar nicht wegschmeißen. Deine Schmetterlingsmaske. Ey, ist schon wieder so peinlich. Oh mein Gott, ist mir das unangenehm. Okay, ich gehe schon mal rein und dann erwarte ich gleich eine richtig nice Performance. Leute, es ist gerade Mittagszeit und das McDonald's ist übervoll. Hier sind so viele Menschen, ne? Das ist schon alleine peinlich und dann auch noch bestellen. Jetzt warten wir darauf, dass hier gleich ein schöner Schmetterling hereinflattert. Es ist so unangenehm. Das Unangenehmste ist, hier zu stehen und zu warten, Alter. Aber dich erkennt doch niemand. Eins der unangenehmsten Sachen, die ich bisher gemacht habe. Ey, die haben so blöd geguckt. Ey, es war mir so unangenehm. Ey, das war für mich auch schon unangenehm, die Kamera zu halten, Mann. Ich schwöre, es war mir richtig peinlich. Gib mir meinen Punkteumschlag. Also, wähl einen aus und entscheide dich am besten für den richtigen. Ich habe extra die schwache Punktzahl in die Mitte getan, ey. 90 das Punkte. Ist doch nicht ja, wahr. Mann. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das hat sich gelohnt. Das ist schon wieder ein guter Start. Ich habe mich so geschämt, ich schwöre. Als nächstes bin ich dran, aber das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall jetzt ständig eigentlich das McDonald's wechseln. Sonst wird es einfach nicht so witzig, weil die ja schon wissen, dass wir die verarschen und wir wollen auch nicht rausfliegen. Wir sind im nächsten McDonald's angekommen und jetzt kommen wir erstmal zu deiner Aufgabe und dafür brauche ich erstmal einen Burger. Ich muss erstmal ein bisschen essen und dann kommt deine Aufgabe. Okay. Ich habe jetzt hier noch ein kleines Stück von meinem Cheeseburger und jetzt brauche ich einmal ein Haar von dir. Oh. Das hier sieht ganz gut aus. Ah! Okay, hier. Und zwar möchte ich jetzt, dass du da hingehst und dich beschwerst, weil hier auf deinem Cheeseburger ein Haar von dir, also nicht von dir, da ist ein Haar. Oh mein Gott. Aber es ist ja nicht dein Haar. Das hast du gerade auf deinem Cheeseburger gefunden und du hättest gerne einen neuen. Oh Mann. Der Burger, das ist wirklich der letzte kleine Bissen, ne? Als ob ich das so richtig darum herum gegessen habe, um dieses Haar herum, damit ich bloß richtig viel von diesem Burger bekomme. Und dann, jetzt ist da auf einmal dieses Haar. Und ich muss einen neuen bekommen. Ja. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Und dann auch noch auf Englisch. Maurice, okay. Hi. Sorry, I ate this and found a hair there. Oh, I'm so sorry. That's okay. Do you want me to get a fresh one for you? Oh yes, please. Hey Leute, sie bekommt einfach einen neuen, ohne Probleme. Die haben nicht mal komisch geguckt oder so. Richtige Luli-Aufgabe, sie hat richtig Glück gehabt. Oh mein Gott, jetzt bekommt Kim einfach auch noch so eine Schokolade als Wiedergutmachung. Oh mein Gott, also... Ey, Mann, das war null peinlich. Maurice, du hast sogar noch ein Eis dazu bekommen. Ich hab noch ein Eis, es ist mir so unangenehm, Maurice. Es ist mir richtig unangenehm, ne? Wirklich, ich hab die einfach richtig belogen. Aber die haben nicht mal was gesagt. Nein.
vorher meinten, okay, dass du den voll leid und so. Oh mein Gott, das war richtig peinlich. Also, das ist peinlich, dass ich das so gesagt habe, obwohl es gar nicht stimmt. Ich fühle mich richtig schlecht und jetzt habe ich auch noch ein Eis bekommen und einen frischen Burger. Geil, ich mache das jetzt immer so. Und das war jetzt schon die Aufgabe. Es war null schlimm, wirklich. Ja, ich hätte halt gedacht, die machen so ein. Also, ich meine, wenn man was zurückgibt, wenn da ein Haar ist, okay, aber nicht bei so einem kleinen Bissen. Ich dachte, das ist halt schon so richtig offensichtlich, dass man das so selber gemacht hat, damit man einen neuen Burger bekommt. Punkt für mich. Wenn das jetzt mehr als 10 Punkte gibt, dann ist es unfair. Ist halt ehrlich so. Okay, ich nehme mal den hier. Ey, wenn ich jetzt 100 Punkte dafür bekomme, ne, dann lache ich mich tot. 50? Egal, ist nicht so gut. Für die Aufgabe ist das auf jeden Fall richtig gut. Wir befinden uns in einem neuen McDonald's und du bist als nächstes an der Reihe. Es ist übertrieben voll, deswegen ziehe ich jetzt schon mal eine Aufgabe vor. Ist eine etwas schlimmere Aufgabe. Und zwar musst du hinter die Theke gehen, hier bei McDonald's, komm mal her. Hier ist auch der perfekte Eingang schon. Und du musst dir einfach mal dein eigenes Getränk zapfen. Deine Aufgaben sind so reingeschissen. Also es wäre schon echt dreist, ne? Also dafür werden wir bestimmt auch rausfliegen so. Getränkemaschine ist auch ganz hinten. Ey, da sind so viele Mitarbeiter, wie soll ich das machen? Ey, mein Herz schlägt so, ne? Ey, ich kann das nicht machen. Ey, da stehen 8 Mitarbeiter, Kim. Die Aufgabe ist auch nochmal reingeschissen. Du kannst den natürlich auch überspringen. Ich meine, du bist eh im Punktevorstand. Mein Herz schlägt so, ne? Hast du Angst? Wäre die wenigstens hier vorne, könnte ich so schnell machen. Die ist ganz hinten. Ich muss an mindestens 7 Mitarbeitern vorbei. Ich werde es eh nicht schaffen, weil die mich aufhalten werden, sobald ich da einen Schritt reinmache. Also ich muss die Aufgabe schieben. Also noch bin ich ja in Führung. Ich bin richtig, richtig erleichtert, dass du jetzt keine Punkte bekommst. Also bevor ich dahinter gehe und dieses Getränk hole und hier rausfliege und mich nicht mal richtig verständigen kann, warum ich das gemacht habe, esse ich lieber so einen scharfen Chip und verbrenne mir meinen Mund. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr lieber gemacht hättet. Lieber diesen ultrascharfen Chip da gegessen. Von dem man sich vielleicht übergibt und nicht mehr richtig klarkommt. Oder dahinter gegangen und sich selber ein Getränk gemacht. Also das ist auch unnormal unverschämt. Wer weiß, wie die hier drauf sind, was man hier dafür bekommt. So, wir sind wieder beim nächsten McDonald's und du bist mit der Aufgabe dran. Ich habe etwas in den Rucksack für dich getan, das kannst du einmal rausholen. Das ist einmal ein Brettchen und eine Zwiebel. Und zwar, dass du dich neben jemanden hinsetzt, die Zwiebel rausholst, die Zwiebel schneidest, Hälfte der Zwiebel ganz klein schneidest und dann so auf deinen Burger verteilst und das dann isst. Alles klar. Und ach so, und anfangen zu weinen dabei, ne? Oh Mann. Okay. Riechen könntet, ne? Wirklich, alles riecht nach Zwiebel. Es ist so eklig. Dieser Typ hat nicht einmal richtig geguckt, Mann. Ich habe da so mir einen abgeschnitten mit der Zwiebel, ne? Ich habe so richtig diesen fetten Burger mit Zwiebeln in meinen Mund gesteckt und habe auch noch angefangen zu heulen, damit er guckt. Aber er hat einfach nicht reagiert. Oh mein Gott, wie soll ich mich noch weiter blamieren? Es war mir so unnormal unangenehm, Mann. Und er hat einfach nicht richtig reagiert. Heißt, jetzt bin ich dran. Jetzt kriege ich erstmal Punkte dafür, hallo? Ach, ja, stimmt. Das war trotzdem sehr peinlich. Los, mach auf. Okay, ich bin sehr gespannt. Und es sind. Nein, Mann! 10 Punkte! Ja, das heißt, du hast 60 und ich habe 90. Ich bin immer noch in Führung. Mann, lass mich bitte noch. Ja! Oh Mann, nein, das ist doch nicht wahr! Hast du schon meine nächste Aufgabe? Ja. Was denn? Also, weil es letztes Mal so schön war, ja, und weil ich mich echt köstlich darüber amüsiert habe, würde ich sagen, rutsch einfach mal wieder aus, ne? Ich meine, auf dem McDonald's-Boden ist halt auch ein bisschen Fett von den Pommes drauf getropft, deswegen ist er ganz schön rutschig und deswegen kann man auch mal ausrutschen so, ne? Ich habe mir letztes Mal übel wehgetan dabei. Das Ding ist, bei Ikea, man kann halt direkt in irgendeine Ecke verschwinden, aber bei McDonald's geht das halt nicht so einfach, weil es halt nicht so verwinkelt ist, ja. Und jeder sieht einen einfach, der ganze Laden wird gucken. Deswegen machen wir das ja. Let's go. Okay, Leute, ich sitze hier und verstecke mich gerade, damit Maurice hier gleich ausrutschen kann. Peinlicher als beim letzten Mal. Das wenigste, was du bekommen kannst, sind ja 20 und ich hoffe, das bekommst du auch. Also wähle einen super niedrigen Umschlag bitte aus. Ich hoffe 100. Dann habe ich fast schon gewonnen. Nee, das wäre so unfair, wirklich. Es wäre so unfair. Ah, 30. Okay, alles klar. Das ist 30 ist echt nicht gut. Egal, ich habe jetzt 120 und du hast 60. Das bedeutet, irgendwie so 100 Punkte wären für mich mal ganz gut, ne? Ja. Oh mein Gott. Okay, was ist meine nächste Aufgabe? Sag ich dir beim nächsten McDonald's. So, Kim, du legst ja ganz schön zurück, oder? Ja. Deswegen gebe ich dir jetzt mal eine etwas schwerere Aufgabe. Okay. Und zwar musst du bei jemandem Fremden bei seinem Burger abbeißen. Warum? Und du musst wirklich abbeißen. Also nicht nur hingehen und fragen, sondern du musst wirklich jemanden finden, bei dem du abbeißen darfst. Oh mein Gott, wie viele
coole Leute, soll ich fragen? Würdest du jemanden von deinem Burger abbeißen lassen? Weiß nicht, wäre da so eine schöne, attraktive Dame, wie du es bist, dann wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ich finde jemanden mit einem leckeren Burger. Your fries look very delicious. Can I have one? Can I have more fries from you? Do you want one more fries? Yeah, they look very delicious. Sure. Well, thank you so much. You're welcome. Yeah, thank you. Hey, du sollst eigentlich vom Burger abbeißen. Ich hatte keinen Burger. Kann ich bitte gehen, Opa? Also Pommes ist ja nicht so schlimm. Also muss ich jetzt wirklich nochmal? Ich finde, du solltest wenigstens nochmal bei jemandem fragen, ob es klappt oder nicht. Aber einmal musst du dich noch blamieren. Oh Mann, ey, mein Herz schlägt so schnell. Wow, that looks so yummy. Can I have a bite? Why? It looks so delicious. It's a snack wrap. Yeah, can I try it? No. No? No. It looks very delicious. You can buy one. I can buy it here? $3.25. Oh, okay. Oh Gott, wie unangenehm. Also, sie durfte auf jeden Fall nicht abbeißen. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie gesagt haben, aber Kim kommt jetzt. Ich verbinde nur noch negative Gefühle mit McDonald's, das ist nicht gut. Was haben die gesagt? Hast du keinen Biss gekriegt? Nein. Warum? So, warum? Okay, das reicht. Krieg ich meine Punkte? Ja, du kriegst deine Punkte. Danke. Give me points, I take this one here. Ich brauche jetzt wirklich meine hohe Punktzahl. Ja, oh nein, scheiße. 70? Ja, wie ich habe mich gerade so gefreut, ich dachte, es ist 20. Wie viel habe ich denn dann jetzt? 70? 130? Ja. Das bedeutet, ich bin in Führung, oder? Ja. Ja, Mann, okay, gut, oh mein Gott, hab aufgeholt, ich bin wieder im Game. Übrigens, Leute, 60% unserer Zuschauer sind noch nicht unsere Abonnenten. Ihr müsst auf jeden Fall Teil der Caramella-Crew werden, denn hier gibt's die nicesten Videos, die witzigsten Videos und wir geben uns echt Mühe und blamieren uns des Öfteren mal. Deswegen, werdet Teil und abonniert diesen Channel. Wann endet endlich dieses Video? So, Maurice, erstmal musst du deine nächste Aufgabe bewältigen. Ich hab gar keinen Bock, Mann. Hast du keinen Bock? Egal. McDonald's ist ja eigentlich so das Gegenteil vom Gym, ne? Aber wir werden daraus heute mal eins machen. Und zwar wirst du dir jetzt Pommes oder sowas holen. Aber bevor du die essen das, musst du erstmal eine schöne Sporteinheit bei McDonald's hinlegen. Dafür habe ich dir auch was besorgt. Ja, die scheiß Matte, ich habe schon gesehen. Ich habe so geahnt, dass diese Matte mit diesem Video zu tun hat. Ja, die kommt auf jeden Fall jetzt zum Einsatz. Du wirst sie da so richtig ausbreiten. Bisschen auf der Stelle joggen, ne? Bisschen stretchen, dehnen, paar Hampelmänner, paar Sit-Ups. Und dann mit jedem Sit-Up kannst du dir so eine Pommes von mir sit-upen. Weißt du, was richtig, richtig peinlich wird? Wenn ich das dann gemacht habe und dann muss ich die Matte wieder so einrollen. Das wird so peinlich. Dieses Video ist der absolute Horror. Ich habe mir überlegt, Maurice, du machst das einfach selber. Ich will gar nicht bei dir stehen, währenddessen du die Aufgabe machst. Ich verziehe mich lieber so ein bisschen nach hinten. Was ist denn so eilig hin? Jetzt hast du die Pommes aber auch verdient. Mach, dass das Video aufhört, Mann. Ich will nicht mehr, Mann. Ich hoffe, ich ziehe jetzt 100. Ich habe keinen Bock mehr, eine Aufgabe zu machen. Sieh eine Karte! 40. Okay. Es ist okay. Aber auch nicht gut. Naja, doch, schon in der unteren Hälfte. Okay. Dann habe ich jetzt 160 und du 130. Es ist echt unnormal knapp. Okay, kommen wir zu deiner nächsten Aufgabe. Ja. Und zwar musst du dir einen Cheeseburger bestellen. Da sind ja mal diese Gürkchen drauf, die ungefähr keiner mag. Ne? Ja. Dann warte, schreib mal in die Kommentare, ob ihr diese Gürkchen mit esst oder nicht. Hashtag Gürkchen. Auf jeden Fall nimmst du dann deinen Cheeseburger, gehst an die Kasse, nimmst vor der Kassiererin die Gürkchen so runter und sagst so übel laut, ich wollte keine Gürkchen, und dann musst du die Gürkchen, die kleben, musst du oben gegen diese Tafel werfen. Ist es gerade wirklich dein Ernst? Ja. Ey Maurice, das ist die absolut behindertste Kackaufgabe. Ich kann doch kein Gürkchen gegen dieses Anzeigeding werfen. Doch, ne? Die kleben da. Ja, das ist doch unnormal peinlich. Aber lustig. Okay, ich schiebe die Aufgabe und gebe dir direkt deine, und das ist auch eine harte. Mal schauen, ob du die machst. Bist du bereit für deine allerletzte Aufgabe? Nein. Also, wir haben ja hier so einen schönen Abfalleimer bei McDonald's und da landen auch leider oftmals Essensreste drin, und du willst ja nicht, dass irgendwas verschwendet wird. Deswegen hast du doch bestimmt Bock, dir so ein bisschen was aus dem Müll rauszuschnappen und noch ein bisschen was davon zu essen. Ein Burger, wo du was am besten... eine Aufgabe kennst. Schon eklig so, ne? Aber du willst halt nicht, das... Das ist auch nochmal übertrieben. Hier sind nicht mal diese Dinger, wo man sich noch was rausnehmen kann. Das ist ein richtiger Mülleimer, als ob ich jetzt da drin rumkrabbel. Tja, Maurice, das ist halt deine Entscheidung, ob du die Aufgabe machst oder schiebst. Also in Hildesheim ist es auf jeden Fall so, dass es so diese Etagen gibt, wo man so sein Tablett reinschiebt, wo man halt, wo das halt noch nicht so mit Müll zusammengemischt wurde. Hier ist es leider nicht so. Tut mir leid, ne? Das Ding ist, wenn ich schiebe, hast du wahrscheinlich gewonnen, wenn du die letzte Aufgabe machst, weil die Chance ist größer, dass du eine hohe Punktzahl ziehst als eine kleine. Ja, aber wenn ich die kleine Punktzahl ziehe? Naja, was soll ich machen? Ich greife da jetzt nicht da im Müll. Ich weiß nicht mal, ob da Essensreste drin sind. Da muss ich vielleicht noch, ja, ich muss schieben. Ich find's richtig witzig. Schade, ich hätte echt gesehen, wie du dir was rausgekramt hättest. So ein bisschen Containern tut doch immer gut. Egal,
egal. Du musst deine Aufgabe auch erstmal machen. Stimmt, das ist dann jetzt meine letzte, ne? Ja. Ey, oh mein Gott, okay. Also ich muss sie jetzt eigentlich machen, ne? Ja, noch liegst du zurück. Und zwar möchte ich, dass du dir einen Burger bestellst, die Gürkchen runternimmst und dir mit Mayo so eine schöne Maske machst und dann so Gürkchen auf deine Augen legst. Und das natürlich neben jemanden. So, ich habe dir hier mal ein paar Mayos bestellt. Also ich möchte wirklich, dass dein ganzes Gesicht voll mit Mayo ist, ne? Komplett weiß. Ey, du hast 300 von diesen Dingern bestellt. Okay, nicht ganz 6, aber ja. War dir das peinlich? Maurice, ich kann nicht beschreiben, wie peinlich das war. Ey, als du rausgegangen bist, hat sie übel gelacht. Ja, hab ich gehört. Oh mein Gott, es ist so extrem peinlich. Ich habe wirklich schon, glaube ich, 2 Pickel, die richtig anfangen, gerade hier zu sprießen unter meiner Haut. Oh mein Gott, es ist so peinlich. Wir müssen nochmal reingehen und ein Thumbnail machen. Ich schwöre, jeder kommt mich so scheiße an, ne? Maurice, hol mir bitte Servietten, okay? Hol mir bitte jetzt Servietten. Ich werde wahrscheinlich verloren haben, aber das war es mir wert. Jetzt muss sie sich selber Servietten holen. Hey, Kim wird so dumm angeguckt, aber das war es auf jeden Fall wert. Und es wäre so lustig, wenn sie jetzt, ich glaube 20 Punkte sind noch drin. Das würde für sie nicht reichen, wenn sie das zieht. Ey, es wäre so witzig. Bist du behindert oder so? Ich schwöre, das war gerade so asozial, ne? Da kriegst du safe minus 10 oder 20 Punkte. Was war das? Das war so unfair, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also das war wirklich bisher das Peinlichste, was ich gemacht habe. Es ist nicht so, dass einfach nur die Leute, die neben mir saßen, reagiert haben. Jeder in diesem McDonald's-Restaurant hat mich angeguckt und hat sich gedacht, was hat die für einen Schaden in ihrem Kopf? Ist sie komplett auf LSD? Warte mal, oder? Alter, sieht aus, als hättest du so ein Männchen, das da stehen würde. Seht ihr das? Hier ist der Kopf, hier ist der Körper. Kommen wir nun zur finalen Punktevergabe. Ey, du kannst es gerade nicht vorstellen, wie peinlich das war, Mann. Also steht 130 zu 160 für mich. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, Maurice. Ich habe richtig Angst. Bitte, bitte. Ja! Ja, Gott sei Dank! Gott sei Dank! Oh mein Gott, ich muss es nicht machen! Ja! Ich bin so froh, dass das Video vorbei ist und du jetzt eine Bestrafung bekommst, Maurice. Das letzte Mal hat mich wirklich gekillt. Tabasco, 3 Löffel. Mir war den ganzen Tag danach schlecht. Also ich glaube, die sind noch mal um einige schlimmer. Einen muss ich komplett aufessen, ne? Einen musst du auf jeden Fall snacken. Also wirklich, was da alles draufsteht. Ich... Hier für die Leute, die Englisch können. Als wir die gekauft haben, wurden wir extra auch noch mal gewarnt. Irgendwelche Kinder haben die wohl gekauft und gegessen und die haben gekotzt davon. Das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch machen. Ich bin gespannt, Maurice. Ich bin gespannt. Du kannst es ja ein bisschen besser ab als ich. Ich hau den jetzt einfach weg, ohne groß rumzuheulen. Oh, ich weiß nicht, ob ich vorher probieren soll oder es einfach machen soll. Das Ding ist, ich muss den voll lange kauen, bis ich den runterschlucken kann. Ja, auf jeden Fall. Ach, gut, Alter. Ehrlich jetzt? Mhm. Wirklich? Also wenn Maurice etwas scharf findet, dann ist es schon... Boah, alter Schwede, Ist der schwindelig? Geht es? Alles okay? Geht es? Das ist echt unnormal scharf. Ey, ich habe richtig Angst, dass ich den Krankenwagen rufen muss oder so. Alter, es wird immer schärfer, ne? Ey, wäre ich gestorben, hätte ich den gegessen? Ja. Der hat's in sich. Also nächstes Mal vielleicht mehr durchziehen, hör Maurice? Es hat sich gelohnt. Ey, ich bin so froh, dass ich den nicht essen musste. Gut, dass du durchgezogen hast. Herzlichen Glühstrumpf. Ich muss gleich erstmal mein Gesicht waschen, weil ich stinke immer noch nach Mayo. Und das war's mit diesem Video. Hinterlass auf jeden Fall ein Like und auf jeden Fall ein Abo. Kim, laber jetzt nicht so viel, Mann. Brennt es? Ja, mach jetzt. Das war's mit dem Video. Peace, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.